Herzlich willkommen zur FIFA-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Ja, der letzte Spieltag in der Gruppenphase steht an, und zwar sind wir heute in der Gruppe C am dritten Spieltag angekommen. Wir sehen heute die Begegnung zwischen Dänemark und Frankreich. Die zwei Favoriten in der Gruppe C, meiner Meinung nach. Die anderen Teams, Australien und Peru, spielen auch noch, und wir sind sehr gespannt, wie das hier heute ausgehen wird. Ja, ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wie geht's aus? Frankreich gegen Dänemark? Ich bin gespannt, wer von euch alles richtig liegt mit seinem Tipp. Und gut, ich würde sagen, genug gequatscht. Eins ist klar, Frankreich ist der Favorit. Dänemark ein bisschen der Underdog. Aber wir sind sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. So, Teams sind bereit. Der Schiedsrichter pfeift an. Der Anstoß ist erfolgt. Und damit läuft das Spiel, der dritte Spieltag in der Gruppe C. Dänemark gegen Frankreich. Und eins ist klar, Dänemark, wie gesagt, ist ein bisschen der Underdog heute. Klar, die großen Franzosen sind Mitfavorit bei der Weltmeisterschaft, das ist keine Frage. Und mal schauen, wie das hier heute wird. So, da ist auf jeden Fall schon mal Fake hier am Ball. Ball ist nicht im Aus, sagt der Schiedsrichter. Und das war ein Foulspiel von Dänemark, das ist ganz klar. Freistoß für Frankreich. Und den wird Paul Pogba ausführen. Gut, er ist sehr weit vom Tor weg. Trotzdem wird den Pogba erstmal in Richtung 16er bringen, den Ball. Hoch hinein. Dembélé kann sich da durchsetzen. Als Antoine Griezmann. Griezmann! Das ist der kleine Warnschuss hier von Antoine Griezmann. War nicht mehr abgefälscht. Gibt Abstoß für Dänemark. So, da ist Kier und Dalsgaard. So, Delaney am Ball, Braithwaite. Und da ist der große Star der Dänen, Christian Eriksen. Kommt hier den Ball zurück. Eriksen möchte natürlich jetzt da vorbei. Da ist Braithwaite. Braithwaite, spitze Winkel, probiert's, holt zumindest den Eckball raus. Das ist auch schon mal wichtig. So, Ecke Dänemark. Kurze Variante. Gut gemacht. Eriksen passt da gut auf. Flanke war nicht schlecht. So, jetzt hoher Ball. Und da ist Frankreich wieder am Ball. Über Antoine Griezmann. Der sieht Paul Pogba. Aber guter Zwischengang von den Dänen, die sofort zum Gegenpressing ansetzen. Aber dann ein Fehlpass von Delaney. Lässt diesen Angriff erstmal wieder im Keim ersticken. So, da ist Fake hier. Das ist schon gefährlich. Aber jetzt die nächste Chance. So, da ist Pause. Jetzt vielleicht mal die Chance für Dänemark. Pausen vergisst aber den Pass zu Braithwaite. Damit kommt Pause nochmal den Ball. Da ist Braithwaite. Braithwaite muss abschließen. Ja, nicht schlecht. Viertelstunde gespielt. Dänemark hält auf jeden Fall mit Frankreich bis jetzt ganz gut mit. Hier eine gute Chance. Ja, geht aber trotzdem Meter vorbei. Der Ball am Tor. Langer Ball nach vorne, aber Dänemark schnappt ihn sich. So, da ist Christian Eriksen. Oh, das ist Rüde. Das gibt Gelb. Richtige Entscheidung hier. Umtiti sieht Gelb für diese Aktion. Freistoß für Dänemark. Wie machen wir denn den jetzt? So, Eriksen hoch hinein in den 16er. Bringt nichts ein, aber Dänemark bleibt am Ball. So, da ist Braithwaite. Braithwaite, da startet Christian Eriksen. Ja, leider nicht. Einwurf gibt es für Frankreich. Den hätte natürlich Eriksen sehr, sehr gerne abgefangen, diesen Befreiungsschlag. Hat er geschafft, aber der landet dann direkt im Aus. So, jetzt Frankreich. Über Kanté. Da ist Umtiti. Zurück zu Hugo Lloris, und der ist weit, weit raus. Also Frankreich wirkt heute auch noch nicht so sattelfest. So, da ist Pausen, Pausen, Paulsen probiert's. 23. Minute. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe bis jetzt, absolut, was das Spielerische angeht. Weil Frankreich macht jetzt noch nicht so den Eindruck, dass die hier wirklich auf Vollgas nach vorne spielen. Aber Dänemark kommt immer wieder ganz gut durch. Nächste Chance. Christian Eriksen. Ja, die Distanzschüsse, die müssen es halt sein. Sie kommen momentan nicht so wirklich in den 16er rein.
Da müssen eben die Distanzschüsse her. Hier nochmal das. Okay, um Titi, sorry, ich hab's weggedrückt, das V-Spiel. Klar, die großen Höhepunkte sind bis jetzt ausgeblieben in diesem Spiel. Frankreich ist jetzt noch ein bisschen auf Sparflamme. Vielleicht jetzt Christian Eriksen, der Abschluss wird abgefangen. Und Hugo Lloris schnappt sich den freien Ball. So, da ist CDB. Oh, und Fekir, da läuft der Verteidiger ein bisschen falsch. Jetzt, Achtung, Griezmann. Robust per Bodycheck gestoppt. Von der dänischen Abwehr. So, jetzt aber der Ballverlust. Auf der anderen Seite wieder. Aber trotzdem super, wie hier Delaney dem Fekir den Ball abnimmt. Und dann der Fehlpass wieder. Heiz. Häufen sich die Fehlpässe bei Dänemark aber auch ganz schön. Das tut natürlich weh. So, Paulsen. Verfolgt von Kanté. Da muss Paulsen erstmal abdrehen. Und spielt erstmal hinten rum über Grundeli. So, jetzt Grundeli. In aussichtsreiher Position vielleicht. Grundeli zu Eriksen. Boah, das war nochmal eine Rakete. 35. Minute. Hammerschuss hier von Christian Eriksen. Leider nicht platziert genug. Wenn er den ein bisschen weiter Richtung Kreuzeck ziehen kann, dann hämmert er das Ding ins Tor. So, Eckball wird direkt ausgeführt von Eriksen. Und der bekommt ihn nochmal. So, jetzt Braithwaite. Eriksen. Grundeli. Grundeli. Ja, gegen zwei kommt er nicht durch. Klar, Frankreich ist ein unglaublich starker Gegner für Dänemark. Aber die machen es bis jetzt echt gut. Das muss man den Dänen lassen. Sie schlagen sich sehr, sehr stark heute. Und sind meiner Meinung nach auch mittlerweile das bessere Team. So, nee, schau. Braithwaite. Verzögert hier hoher Ball. Da ist die Chance im letzten Moment geklärt. Nochmal der Nachschuss. Nochmal der Schuss. Das gibt es doch nicht. Sie probieren alles. Delaney, zwei Schüsse. Zweimal liegt ein Verteidiger im Weg. Dänemark drückt. Ecke ist gut. Pauls mit dem Kopfball drüber. Frankreich kommt hier nicht mehr ins Spiel rein. Schüsse 7:1 für Dänemark. Das ist alles sehr, sehr stark, was die Dänen hier machen. So, Grundeli. Pausen. Ah, dann sucht er die Möglichkeit des Passes. Ja, das ist dann eben das Problem. Die Abwehr bei Frankreich steht sehr gut. Auch wenn der Sturm momentan eigentlich gar nichts auf die Reihe bringt. Aber die Abwehr steht bombastisch gut. Jetzt muss aber Dänemark ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen die Franzosen wieder. Aber dann der Fehlpass. Stoppt das Ganze wieder. Und das ist... Na, das ist ein blöder Ballverlust. Das könnte teuer werden. Jetzt hat Frankreich viele Stürmer vorne. Aber Griezmann spielt nicht ab. Und dann schnappt sie wieder mal Delaney den Ball. Und jetzt der Pass zu Paulsen. So, Nachspielzeit ersten Halbzeit. Wieder mal Frankreich hinten gefordert. Und jetzt die Chance. So, Christian Eriksen. Ah, kriegt ihn nicht unter Kontrolle, den Ball. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also, Frankreich, Frankreich, was ist los? Dänemark ist das bessere Team, hatte viele Torchancen, hätte das 1:0 machen können, vielleicht müssen. Aber so ist es nicht gelungen, so steht zur Halbzeitpause 0:0. Frankreich kann ein bisschen glücklich sein mit diesem Ergebnis. Dänemark wird natürlich nicht glücklich sein mit diesen Torchancen, da wäre mehr drin gewesen. Aber so geht es jetzt in die Halbzeitpause rein. Ja, hier sind wir. Statistik, absolut Oberhand Dänemark. So, Fitness sieht nur gut aus. Das heißt, hier machen wir weiter mit Halbzeit Nummer 2. So, zweite Halbzeit. Beide Teams kommen unverändert zurück. Frankreich mit dem Anstoß. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Kann Dänemark dieses Tempo hochhalten? Können sie weiterhin Frankreich in die eigene Hälfte reindrücken, wie in der ersten Halbzeit? Auf jeden Fall geht es schon wieder ähnlich los. Ballbesitz, Dänemark. Und stark, wie sie hier Delaney durchsetzt. Stark, wie er das macht. Sieht Braithwaite. Braithwaite im 16er. Nein, Hugo Lloris mit der Parade. Und es gibt Eckball für Frankreich. So, da ist Christian Eriksen zusammen mit Grundeli. Grundeli mit der Flanke. Da kommt leider einer zu spät angeflogen. Und dann gibt es Abstoß für Frankreich. So, hier Hugo Lloris. Nochmal seine Parade gegen Braithwaite. Nächster Abstoß ist erfolgt. Weiter geht's über Mendy.
Und dann verliert er den Ball. Frankreich, ich weiß nicht, wo die heute mit dem Kopf sind. Nächste Chance. Jetzt muss er rein. Paulsen. Mein Gott, dann legt er zurück. Und dann läuft der Spieler vorbei. Dänemark lässt die Riesenchancen liegen. Und meistens ist es im Fußball so, dass sich das immer sehr, sehr bitter rächt. So, Fehlpass hier von Dänemark. Jetzt Nabil Fekir. Schöner Pass zu Matuidi. Und jetzt kommen die Franzosen mal mit großen Schritten. Westergaard zur Stelle. Oh, das machen sie gut. Das machen sie richtig stark. So, Pass nach vorne. Kommt nicht an. Da ist Delaney. Jetzt der Pass zu Paulsen. Kommt wieder an. Er ist auf sie allein gestellt. So, nächste Chance. Paulsen, Paulsen, Paulsen. Nein, auch dieser Ball findet nicht das richtige Ziel. Das ist hart gegen Paul Pogba. Und das ist auch hart. So, jetzt geht der Schiedsrichter erstmal dazwischen und verteilt den ersten gelben Karton für die Dänen. Dalsgaard, absolut zu Recht, sieht er hier gelb. Weiter geht's mit Freistoß für Frankreich. So, kurz ausgeführt. Strammer Pass nach vorne. Tolisso ist mittlerweile im Spiel. Gar nicht gemerkt, wann der eingewechselt wurde, aber auch er verliert den Ball. Corentin Tolisso. Und Christensen hat auch gelb gesehen bei Dänemark. Das war nachträglich für irgendeine Aktion. So, Fake hier. Immer noch steht es hier 0:0. Stunde schon gespielt, Dänemark. Ja, denen werden halt jetzt dann auch langsam die Kräfte ausgehen. Ja, die sind ja echt schon extrem lang am Rennen. So, Knutzen. Ah, und dann der Fehlpass. Und wieder schaffen es die Franzosen dazwischen zu gehen. Aber die kommen nicht rein in dieses Spiel. Griezmann, total abgetaucht heute. Komplett. Kompletter Totalausfall, Antoine Griezmann. Jetzt vielleicht mal Fekir mit Platz, weil sich der Verteidiger verschätzt hat. Fekir mit dem Sprung über die Grätsche. Und Fekir mit dem Ballverlust gegen Knutzen. Und jetzt sind leider wieder nur zwei Dänen mitgelaufen. Deswegen auch leider keine Möglichkeit. Hier wirklich zum Kontern. Knutzen verspringt dann noch der Ball. Ja, ich glaube, Dänemark hat für heute das Pulver verschossen. Und jetzt kann Matuidi mit einem Sprint, aber wieder die Verteidigung der Dänen gut dabei. Wie gesagt, ich glaube, Dänemark hat die Kräfte verschossen für heute. Sie haben alles gegeben, aber nach einer Stunde schaut es da mager aus, sagt Grundeli. Außen ist Dalsgaard, nee. Da geht nichts mehr zusammen. So, jetzt Dembélé. Vielleicht kommen jetzt die Franzosen. Die haben sie ja fast schon ein bisschen schonen können. So, und das ist jetzt ein bisschen Geschauspieler von Antoine Griezmann. Spiel läuft weiter. Dänemark am Ball. Knutzen. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen die Ideenlosigkeit langsam durch. Klar, sie haben alles probiert. Sie hatten die Chance, das 1:0 zu machen. Die Dänen haben diese leider nicht genutzt. Und jetzt fehlt die Kraft. So, Antoine Griezmann. Da ist Mendy. 15 Minuten noch zu spielen hier. Und Frankreich wacht jetzt langsam, aber sicher ein bisschen auf. Und das ist gefährlich für Dänemark. Oh, uiuiui. Kaspar Schmeichel macht das da ein bisschen spannend. Aber er greift dann doch konsequent zu und schnappt sie die Kugel. So, Grundeli. Delaney. Christian Eriksen. Und da ist wieder Knutzen. Der gibt nochmal Gas. Der will hier nochmal seine Mitspieler mitreißen. Aber da gehen nicht mehr allzu viel mit. Vielleicht jetzt Christian Eriksen kommt nicht ran mit diesem Ball. So, Fekir. Oh, die Grätsche geht vorbei. Das gibt ihm Zeit, hier einen Angriff aufzubauen. Wird jetzt verfolgt von Kier. Und von Kier auch vom Ball getrennt. Souverän. Starke Abwehrleistung. So, 10 Minuten noch. Torschau, sie haben hier schon lange keine mehr gesehen. Und jetzt nochmal ein Foulspiel von CDB. Das wird nochmal die gelbe Karte nach sich ziehen. Und so ist es auch. Ja, so ein kleines Fazit kann man ja für heute schon mal ziehen. Im Prinzip haben wir bessere Spiele von den beiden Teams schon bei dieser Weltmeisterschaft gesehen. Vielleicht jetzt nochmal die Chance. Grundeli, sie pausen, pausen! Da ist es dann doch noch! 84. Minute. Dänemark doch noch mit dem Tor. Grundeli, das schickt er dann Paulsen. Und da sind sie einmal offen. Mendy kommt nicht hinterher. Und Titi kann den Pass nicht abfangen.
und Paulsen vorbei an Hugo Lloris mit dem Ball und rein ins Tor. Das ist die Führung für Dänemark. Sie haben es doch noch geschafft. Yusuf Paulsen, 84. Minute. Ich glaube, die meisten hatten sich hier schon mit dem Unentschieden zufrieden gegeben und hatten nicht mehr gerechnet, dass hier was passiert. Aber jetzt dann doch noch das Tor für Dänemark. So, und jetzt kommt nochmal Frankreich mit Wut, mit Paul Pogba. Ja, das ist jetzt ein Ding. Es ist verdient. Man muss es so sagen, es ist verdient, aber man hätte nicht mehr damit gerechnet. Dänemark war übers ganze Spiel besser, hatte mehr Torchancen, hatte mehr Pech. Und zum Schluss schießen sie dann doch nur das Tor, aber das Ding ist noch nicht vorbei. Und Frankreich kann hier auch noch ein Tor schießen, also man sollte sich nicht zu früh freuen. Und die Franzosen am Ball über Antoine Griezmann. Nachspielzeit läuft jetzt dann gleich, aber sie kommen auch nicht mehr durch. Nee. So, nochmal. Paulsen auf dem Weg nach vorne gegen Raphael Varane. Varane. Oh, da verletzt sich Paulsen. Das musste jetzt nicht unbedingt mehr sein. Paulsen bleibt da verletzt liegen. Ball geht Richtung aus, ist im Aus. Und es gibt... Oh nein, ach komm, man muss jetzt Paulsen raus. Okay, Wechsel. Bei Dänemark. Der Torschütze muss raus. Varane. Muss denn das sein? Ich glaube nicht. So, das müsste es aber trotzdem jetzt gewesen sein. Jawohl, das war's. Dänemark schlägt Frankreich mit 1:0. Die Franzosen auf dem Boden der Realität angekommen. Dänemark mit einer bärenstarken Leistung. Zum Schluss hätte keiner mehr dran geglaubt. Frankreich offensiv heute viel zu schwach. Dänemark hat die ganzen Chancen liegen gelassen und kommt dann doch noch mit dem letzten Kraftakt zum Tor. Paulsen mit dem 1:0, mit dem Endstand. Jo, das war's heute. Morgen geht's weiter mit Australien gegen Peru. Ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis morgen. Ciao.